Okay, Freund Blase, du rauchst schon wieder. Dann hätte ich gerne wieder Zigarette Wie und. kannst du dieses Kraut nur rauchen? Deine Lungen müssen wie Kohle aussehen. Vielleicht, aber. Du solltest Nikotinkaugummi probieren. Das ist gesünder. Das würde ich gern, aber Nikotinkaugummi ist das Einzige, an das ich nicht rankomme. Mach dir nichts draus, ich regel das. Und ich will nur eine Zigarette und ein Streichholz dafür. Ist doch ein guter Deal, oder? Glaub schon. Danke. Hier ist dein Kaugummi. Keine Angst, ich sorge dafür, dass du immer Nachschub hast. Zack, zack, zack. Warte mal, eine Sache will ich noch mal gucken. Mir gerade eingefallen, wenn doch immer alles neu ist. Ja, Nee, brauche ich nee. nicht. Dachte, Kissenbezüge hätten wir, aber gut. Keine Zeit für ein Nickerchen. Nee. Bisschen ohne Bezug, die haben alle keine Bezüge mehr. Okay, ich hoffe mal nicht, dass das ein Bug ist oder so. Sonst hätten wir bestimmt hier schon viel längeres, zwei, anstatt nur zwei Längenseilen, mehr Längen, aber gut. Und ist was gewachsen? Ist was gewachsen? Ja, ein kleines Blättchen ist gewachsen. Ey, Krieger, geh weg. Was zum... Du Scheißvogel, verzieh dich! Jetzt muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Das werde ich Brooks sagen. Oder es wenigstens versuchen. Hey, Ich hab Mary, gesagt, nein. du musst nur was anpflanzen. Irgendwas. Also, tut mir leid. Aber in dir steckt einfach kein Gärtner. Das liegt an dem blöden Vogel. Keine Ausreden, Gefangener. Wenn der Vogel dich stört, solltest du was unternehmen. Ja, was Das denn? Gärtnern ist eine heikle Angelegenheit. Also komm, kümmere dich drum. So gut, Mary. So gut. Aber wie kriege ich hinten die olle Scheiß-Truhe auf da? Warte mal. Warum kann ich eigentlich noch mehr Laub mitnehmen? Na gut, also auf jeden Fall haben wir da schon wieder. Aber kann ich das in den Sack stecken? Ja, und das jetzt vielleicht dran? Ja, es klappt. Sieht schon fast aus wie ein Mensch. Schau ich mal wieder die Wespen. Hier mit dem Streichholz. Ich will mein Phosphor hier eigentlich nicht verschwenden, aber dann muss ich halt irgendwie Nachschub besorgen. Ja, musste. So, warte mal, was mich jetzt interessiert. Gott, der Schwamm stinkt ja bestialisch. Warte mal. Sich vielleicht ablenken? Kann ich vorschlagen, noch mit einschmieren? Das klappt sogar! Jetzt stinkst du ja fast so wie ein paar von den Insassen hier drin. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Vielleicht auch nicht. Gestank ist schwer vergleichbar. Haut die Katze jetzt vielleicht ab? Ja, sie haut ab! Ja. Cool! Aber fällt so nicht vielleicht die Dings noch auseinander? Oh, jetzt verstehe ich. Ich werde gar nicht sterben. Die Katze Hihi. wurde nur vom Gestank der toten Ratte aus dem Schwamm angezogen. Na, dann ist ja gut. Dich brauche ich nicht mehr in meinem Inventar. Raus mit dir. Ach, der Schwamm kommt weg. Juppie. Kann ich die drüber stülpen? Mit der Vogelscheuche muss ich nichts mehr anstellen. Aber er hat gesagt, das ist eine Vogelscheuche, also. Okay, versuchen wir es noch mal. Diesmal wächst hier was, da bin ich sicher. Ja, das hoffe ich doch mal auch. Mano.
Okay, alter Junge. Hoffentlich klappt es jetzt. Okay, heute ist der große Tag. Auf zum Feld. Yay! Von hier komme ich nicht ran. Warte mal. Komme ich da mit dem Rechen ran? Ja, es hat geklappt. Vor allem sofort abgezogen. Kaum zu glauben, dass sowas auch ohne Entenbügel geht. Ja, kaum zu glauben, wa? Nur ein Kissenbezug, der irgendwie cool. Ja, juhu. So, wie kriege ich denn jetzt aber hier mein scheiß anderes Zeug? Hallo Mary, tschüss Mary. Aber ich habe doch noch den... Ah, jetzt ist sie voll mit üblem Fusel. Ah, das habe ich mitgekriegt. Glaub nicht, dass das... Das behalte ich. Ja gut, hier ist Lizzie, du kommst wieder. Galgummi. Keine Zeit jetzt zum Feilschen. Ich muss aufs Feld. Wie? Oh Mann. Oh. Yay, Entleblatt. Ich hab's geschafft. Es wächst was und die Krähe hat's nicht aufgefressen. Mann, juhu. Ich hab mich nicht mehr so gut gefühlt, seit ich das der Pate-Box-Set gekauft hab und der dritte Teil war nicht dabei. Das ist echt stark. Okay. Muss sagen, du hast den Test bestanden. Glückwunsch. Von nun an bist du der Gefängnisgärtner. Hier der Schlüssel, wie versprochen. Danke, Murray. Ihre freundlichen Worte erwärmen mir mein Herz. Hey, könnte ich nicht auch für die Frauenabteilung verantwortlich sein? Du solltest das lieber ernst nehmen, Junge. Der Schlüssel ist eine große Verantwortung. Vergiss das nicht. Sie werden stolz auf mich sein, Murray. Das hoffe ich doch. Yay. Schlüssel, danke. Ich wusste es. Dieser üble Gestank konnte nur eins bedeuten. Dünger. Ich will die schöne Arbeit nicht umsonst getan haben. So gut, hier. Dünger, eine Menge Dünger, mein Dünger. Okay, ich hab den Dünger. Jetzt sollte ich mich um den Phosphor kümmern. Weiß auch genau, wo ich den herbekomme. Oh ja, das brauchst du leider. Ein bisschen Geduld. Was heißt aber ein bisschen? Hab ich gerade die Katze gehört? Wie lange hat er das denn gemacht? Alter! Willst du mich verarschen? Fast 2000... Wie ich schon sagte, im Gefängnis wird ein Mann fast alles tun, um seinen Geist in Bewegung zu halten. Wie es schien, war Randys Lieblingsbeschäftigung das Horten von Zigaretten und Streichhölzern. Immer eins nach dem anderen, Tag ein, Tag aus. Schätze, nach allem, was er hinter sich hatte, entschied er einfach, dass es nun Zeit war zu gehen. Nun gut, Gefangene. Ich kann gehen? Wie ihr bereits wisst, haben wir gestern Mr. Randall Hicks in unserer Mitte begrüßen dürfen. Keiner weiß, ob er so eine Art Tabakmogul ist oder nur ein Typ, der viele Ressourcen hat. Tatsache ist jedenfalls, dass er einige Gegenstände in seiner Zelle hat, die hier sehr begehrt sind. Ja. Deswegen hat er sich gewisse Privilegien erworben. Vergesst das nicht und zollt ihm den notwendigen Respekt. Danke für die Vorlesung, Mr. Schlüsselbrett. Aber die Tatsache, dass wir hier alle vor seiner Zelle stehen, beweist ja, dass wir wissen, wie gut sich Mr. Hicks um seine Freunde kümmert. Ja. Kümmere mich um meine Freunde. Oder nicht? Ja, ja, ja. Heute ist der große Tag, ich kann's fühlen. War jetzt lange genug hier drin eingesperrt. Irgendwie traurig, hier einfach abzuhauen. Hab mich richtig in dieses Drecksloch gewöhnt.
Egal, Zeit an die Arbeit zu gehen. Mal sehen, was wir alles haben. Seife? Check. Phosphor? Check. Check. Über 400 Pfund Streichhölzer sollten wohl genügen. Frittierfett? Negativ. Rosa Wismut? Nein. Und Dünger? Habe ich schon. Tja, dann muss ich den Rest mal besorgen. Kann ja nicht so schwer sein. Psst! Charlie! Charlie, bist du da? Er ist da. Heiliger Odysseus 31! Randall Hicks, du lebst! Ja, ich lebe. Und nur um's abzukürzen, ich weiß alles über deinen Fluchttunnel und ich weiß auch, dass du für die Mauer in Sektor 7 Sprengstoff brauchst. Stimmt's? Woher weißt du das alles? Hör auf, meine Gedanken zu lesen. Raus aus meinem Kopf! Was? Ich will das nicht. Ich will keine Leute in meinem Kopf. Entspann dich, Charlie. Ich hab nur oben im Stockbett gelegen und dich im Schlaf reden hören. So war das nämlich. Oh, ergibt Sinn. Warte mal. Bist du der berühmte Mr. Hicks? Ja, na klar. Was hast du denn gedacht? Gibt's nicht. Das kann nicht sein. Ist aber so. Also du bist in diesem Knast Mr. Big Shot? So drück ich selber nicht aus, aber ja. Scheiß drauf. Es war zwar nicht einfach, aber ich bin jetzt hier der Boss. Wow. Sollte ich dich jetzt nicht vielleicht Sir Randall nennen oder so? Och, komm schon, Charlie. Das gilt nur fürs Fußvolk. Du kannst mich Meister nennen. Nun, weil du mich ja hier rausbringst. Wie meinst du das? Tja, wir müssen durch die Betonwand durch. Und wenn ich etwas Sprengstoff auftreiben kann, dann bin ich beim Ausbruch dabei. Stimmt's? Ja, bitte. Tja, naja, wenn du mitmachen willst, ist das schon okay. Aber ich glaube nicht, dass wir hier Sprengstoff auftreiben können. Oh, ihr Kleinmütigen. Wart's einfach ab. Genau, wart's einfach ab. Hallo, Gefangener. Guten Morgen, Mr. Hicks. Morgen, Steve. Gibt's was Neues? Ihre neue Lieferung an Kaugummi und Zigaretten ist soeben eingetroffen. Perfekt. Sag den Jungs, sie sollen es in Lagerhalle 4 unterbringen. Lagerhalle? Also, das Lager ist voll. Tja, dann lass dir was einfallen. Jawohl, Mr. Hicks. Vor allem Lager. Die muss ich nicht wegnehmen. Das sind die ganzen Zigaretten, die ich gesammelt habe. Streichhölzer, Streichhölzer und... Noch mehr Streichhölzer. Bett, Poster. Verschwenden wir lieber keine Zeit mehr mit dem Abschaum. So gut. So, warte mal. Lieber nicht. Warum denn nicht? Warte mal, wo ist meine Seife hin? Da ist meine Seife hin. Das macht kein... Aber ich dachte, ich muss das alles irgendwie kombinieren, aber leck mich doch am Arsch. Hey, Murray. Was geht, Murray? Nicht viel. Weißt du, ich halte nur die Augen offen. Der gute alte Murray. Mit ihm fühlt man sich so sicher. Ja, ich mache nur meinen Job. Übrigens. Gibt's irgendwas Neues? Irgendwas Neues von da draußen? Gibt's irgendwas Neues? Eigentlich nicht. Das Übliche. Verstehe. Obwohl heute alle über dich reden. Du hast es ja schnell zu was gebracht hier. Danke, Murray. Aber so schnell ging das gar nicht. Die Tage hier fühlen sich manchmal an wie Jahre. Hör zu. Ich weiß ja, dass Beliebtheit hier drin ganz gut klingt. Aber lass mich dir mal was sagen. Wenn ich du wäre, würde ich den Ball flach halten. Die Leute hier sind gefährlich. Und sie werden leicht neidisch, besonders auf die, die die Zügel in der Hand haben. Danke, Murray. Ist ja immer so. Merke ich mir. Irgendwas Neues von draußen? Draußen? Die Welt ist einfach verrückt. Heute hat sich zum Beispiel ein Junge, etwa in deinem Alter, einfach so umgebracht. Wie das? Ja, hat sich mit dem Staubsauger das Hirn rausgesaugt. Man sagt, er sei noch 4 Minuten rumgelaufen, bevor er tot war. Mann, echt gruselig. Ist das Ihr Ernst? Ich mein's immer ernst. Und dann gibt's noch das Problem mit den Obdachlosen. Jeden Tag gibt es mehr davon. Und alle scheinen genau gleich auszusehen. Glauben Sie nicht, dass das vielleicht immer der gleiche ist, der nur an unterschiedlichen Orten rumhängt? Das wäre eine Möglichkeit. Woher soll ich das wissen? Ist nicht mein Revier, also auch nicht mein Problem. Tja, dann ist ja wohl alles im Lot in der Stadt. Glaub mir, hier drin ist es gar nicht so schlimm. Das muntert mich ein wenig auf. Aber dann muss ich daran denken, dass ich in der Zelle sitze. Und das bringt mich ganz schnell wieder runter. Trotzdem danke. Bitte sehr. Danke sehr. Jetzt macht meine Maus schon wieder Probleme. Was ist das für ein Scheiß hier? Ich muss dann los, Murray. Man sieht sich. Man sieht sich. Ah, jetzt macht die Maus echt schon wieder Probleme hier.
finden das wie eine Scheiße. Hallo? Ja. Toll, klicken geht, aber sonst nichts. Meine Fresse. Warum auch immer. Hey, Sleazy, willst du wieder einen Nikotinkaugummi? Ich hab genug Zigaretten und Streichhölzer für 100 Jahre. Da brauche ich nicht noch mehr. Gut. Hey, Schachteltyp. Wie läuft's denn so, Illusionskünstler? Recht gut, Mr. Hicks. Ich hoffe, es geht Ihnen gut heute. Mir geht's immer jeden Tag ganz hervorragend, gut. Martin. Jeden Tag. Wollen Sie einen Zaubertrick sehen, Mr. Hicks? Nein, danke. Tut mir leid, hab gerade viel zu tun. Später vielleicht, ja? Natürlich, Sir. Kein Problem. Weißt du, wo ich ein bisschen Frittierfett herkriege? Dir ist schon klar, dass sie alle wissen, dass du ein Betrüger bist, oder? Ich wollte mit dir über deine magische Schachtel reden. Hm? Weißt du, wo ich ein bisschen Frittierfett herkriege, Martin? Frittierfett? Ja. Ich glaube, Bruno ist der Einzige, der sowas hat. Köche brauchen manchmal Frittierfett, Mr. Hicks. Da kriege ich immer die gleiche Antwort. Bruno, Bruno, Bruno. Der Typ hängt mir zum Hals raus. Hat er eigentlich das Weltmonopol auf Frittierfett, oder was? Ja. Ich weiß nicht. Aber ich hab kein Fett oder so. Tut mir leid. Ah, okay. Entspann dich, Martin. Ist schon okay. Dir ist schon klar, dass ihr alle wissen, dass du ein Betrüger bist, oder? Klar. Aber wenn ich nur einen von denen für ein paar Sekunden unterhalten kann, tja, das ist schon mal was, oder? Oh, ist das nicht herzallerliebst? Nein. Wenn ich nicht wüsste, dass du eine ganze Familie verspeist hast, würde ich dich jetzt umarmen. Danke, Mr. Hicks. Dass du eine Familie verspeist? Ich wollte mit dir über deine magische Schachtel reden. Natürlich, Sir. Wollen Sie jetzt den Trick sehen? Nee, darum geht's nicht. Ich verstehe nicht. Worum geht's denn dann? Ich will die Schachtel haben, Martin. Gott, was ist in Bitte, der Schachtel? Bitte, Mr. Hicks. Die Schachtel ist alles, was ich habe. Die kann ich nicht einfach weggeben. Martin, Martin, Martin. Du weißt schon, dass du die Nacht im Krankenflügel verbringst, wenn ich mich wiederholen muss. Und das wäre doch wirklich schade. Findest du nicht, mein Freund? Nein. Nein, Mr. Hicks. Ich will die Nacht nicht im Krankenflügel verbringen. Na gut. Also, Martin, wie sieht's aus? Hier, bitte. Hier ist die Schachtel. Oh, ich habe eine Schachtel. Was will ich aber jetzt mit der Schachtel? Danke sehr. Das war sehr nett von dir. Bitte, passen Sie gut drauf auf, Mr. Hicks. Aber sicher. Mach dir keine Sorgen, ja? Ah, ist nur eine ganz einfache Schachtel. Ein simpler Trick. Das ist nur Mist, also wortwörtlich. Ja, was mache ich jetzt mit dieser bekloppten Schachtel? Hm. Gucken wir uns erstmal noch schnell den Hinterhof ein. Die Folge ist schon wieder bald rum. Holla, die Waldfee. Oh Gott. Oh, eine Gartenkralle. Oh, da oben glänzt was und hier ist ein Apfel. Warum? Hä? Warte mal. Jetzt ist es noch eine Gartenklaue. Mal sehen, wie ich die zweckentfremden kann. Zweckentfremden? Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wär's mal mit... Ja, keine Ahnung. Es gibt keinen Grund, dass... Oh. Ich überrasch mich immer wieder selbst. Komme ich denn damit jetzt an den Ast rein? Yeah, das klappt sogar. Ja. Autsch. Oh, da gibt's einen Apfel. Ey, Katze, lass den Apfel. Lass den Apfel, du dumme Katze. Oh, super. Wenn ich jemals hier rauskomme, dann mache ich eine Diät, das schwöre ich. So was. Hey, ein Penny. Die Krähe gehört also doch hier in den Knast. Der kleine Bastard ist ein Dieb. Ja, was mache ich jetzt mit dem Penny? Ein Glückspenny. Ein Glückspenny, okay. Die Katze wird den nicht freiwillig hergeben. Die fasse ich unter keinen Umständen an. Hm, die scheint ziemlich mit dem Apfel beschäftigt zu sein. Ich will aber jetzt den Apfel. Nein. Oh. Momentchen mal. Katze hat doch Angst vor Wasser. Ich fürchte, der Katze hat die Dusche gar nicht gefallen.
Ist mir egal, ich habe einen Apfel. Ich habe einen Apfel. Könnte besser aussehen, aber was soll's. So, jetzt habe ich die Sachen. Meine Tabakvorräte vermehren sich ja gewaltig. Okay, so. Habe ich noch den Einterhaken? Den habe ich nicht mehr, scheiße. Ich könnte wahrscheinlich den Apfel den komischen Essenskunden geben. So, was haben wir denn hier eigentlich? Komischer Klee, einbetriger Klee. Gott. Muss ich irgendwas Bestimmtes finden? Das eine Kleeblatt. Hey, was haben wir denn hier? Ein original vierblättriges Kleeblatt. Das ist das Einzige, was hier gerade erstmal einblättrig ist. Die nehme ich nirgendwo mit hin. Okay. Mensch, wir haben ja jetzt... Warte mal. Warum haben wir jetzt eigentlich so viele Glückssachen? Ein Glückspenny, ein vierblättriges Kleeblatt. Ein Hufeisen. Das macht mir ein bisschen Angst. Aber, gut. Den Dünger brauche ich nicht mehr. Oder? Den mache ich nicht zu. Den mache ich nicht zu. Warum denn nicht? Den trage ich nicht mit mir rum. Der ist zu schwer. Ist ja gut. Na gut, dann gehen wir halt wieder in den Vorhof.